Spinning in RF4 bietet dir die absolute Action. Welche Routen, welche Montagen, wie geht man am besten beim Spinning vor, zeige ich dir. Also man startet natürlich in RF4 auch hier am ersten Spinning-Gewässer. Und im ersten Spinning-Gewässer gibt es auch ein paar schöne Brocken, die man rausziehen kann. Nicht nur Barsche, sondern auch Döbel oder Rapfen sind hier drin und sogar der gefürchtete Hecht ist hier drin, denn den wollen wir anfangs noch nicht haben, denn das ist der einzige Fisch, der unsere Köder abbeißen kann und den wollen wir halt anfangs möglichst nicht haben. Aber wir haben ja für den Start ein gutes Gerät und auch mittlerweile richtig gute Köder. Und die Köder nutzen wir. Wir schauen mal eben kurz rein. Das hier ist das Gerät, die Corona S60L als Rute. 2,5 Kilo Tragfähigkeit. Es ist eine Leitrute. Das heißt, durch die Leitruten haben wir hier 50% mehr XP. Aber wir können bei Leitruten eben auch nur 2000er Rollen maximal verwenden. Größe 2000 haben wir hier oben. Das heißt, da müssen wir immer drauf achten. Vorteil, wie gesagt, es ist eine Rute mit einem sehr, sehr geringen Wurfgewicht. Und das ist ein Punkt, dass mit dem Wurfgewicht werden wir später an vielen anderen Gewässern auch immer wieder haben. Wurfgewicht in Kombination mit dem richtigen Köder, das muss immer wieder schön passen. Das muss genau abgestimmt sein, damit man erfolgreich angelt. Also in dem Fall habe ich jetzt hier mal ein Set quasi so zusammengebaut. Ich habe eine etwas andere Schnur genommen als die man schon anfangs hat. Auch hier immer darauf achten, wir wollen natürlich einen Schwachpunkt haben im Set. Bedeutet, wir sind immer unter der Tragfähigkeit der Rute unterwegs, damit uns nicht die Rute bricht. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt und hier sehen wir eben auch bei der ausgewählten Schnur 2,3 Kilo Tragfähigkeit, 2,5 hält die Rute aus, also Attacke. Ich habe es noch nicht probiert, ich stelle mich jetzt hier einfach mal blind hin und werfe hier aus. Zack, eingestellt ist das Ganze ja jetzt hier erstmal auf den Spinner und da kurbeln wir dann einfach ganz locker durch. Und wir sehen, hier unten ist ja die Action Bar und die, ja, die kommt da manchmal so ein bisschen, da kommt so ein bisschen, jetzt, ach, jetzt beißt sogar schon einer rein. Da kommt gerade so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen träge alles. Also da waren mal so ein bisschen Dehnung und dann wieder weg. Also es hatte so ein bisschen den Eindruck, als ob der Köder so knapp über den Grund schleift. Na, da haben wir doch schon einen schönen dicken Brocken dran direkt. Heißt also sofort hier in die Richtung gehen, schön die Rute rüberziehen, damit der Fisch in den Blank hier reingeht und auch ruhig jetzt in dem Drill mal ein bisschen hochhalten, dass wir gerne hier so einen 90-Grad-Winkel fast haben. Ne? Da hat es der Fisch dann wirklich am schwierigsten und dazu kommt, wenn man so nach oben zieht, ohne rechte Maustaste drücken, sondern einfach nur so ein bisschen nach oben hält, nach oben hin haben die Fische auch ganz, ganz wenig Kraft nur, um dagegen anzukämpfen. Wenn wir jetzt natürlich sehen, er würde nach hier hinten links abhauen, in Richtung des offenen, dann hart rüberziehen, richtig hart dagegen ankämpfen, dass er nicht nach dahin abhaut, sondern eben dann nach rechts umdreht und in die andere Richtung schwimmt. So, jetzt müssen wir ein bisschen mitlaufen. Ich halte die ganze Zeit einfach nur die linke Maustaste gedrückt, auch nicht mit Shift, dass wir schnell einkurbeln oder so, sondern wir lassen dem Fisch ein bisschen die Zeit, auch den Drill. Was wir machen können, ist einfach hier Steuerung und rechte Maustaste drücken. Zack, dann kommt dieser Anschlag. Gerade wenn man eben noch etwas schlechtere Haken verwendet, dann immer gerne Steuerung, rechte Maustaste, diesen Anschlag direkt am Anfang machen, dass man versucht eben den Haken nochmal festzusetzen und dass der dann nicht so schnell ausschlitzt. Die Gefahr am Anfang und gerade auch mit diesem leichten Setup, dass ein Fisch ausschlitzt, ist einfach erhöht, weil wir mit diesem leichten Setup gar nicht so viel Druck ausüben können auf den Fisch bzw. auf den Haken, dass wir da richtig schön den Haken auch im Fisch drin lassen.
Deswegen da immer versuchen oder auch nicht enttäuscht sein, wenn es passiert. Es passiert anfangs halt häufiger mit dem Ausschlitzen. Gerade auch, wenn man halt schlechtere Haken verwendet, dann geht das halt schnell. So, wenn ihr jetzt hier so gerade Kopfschläge macht, da war jetzt gerade so eine kleine Aktion, dann nutze ich schnell wieder Shift. Das heißt, wir wollen jetzt hier, dass diese Action Bar in diesem Bereich hier ist. Wir könnten die Bremse nochmal eine Stufe höher drehen. Das heißt, wir könnten das so bis ins Rote hier ungefähr rein. Das ist kein Problem. Auch hier könnten wir jetzt nochmal höher drehen. Dann sind wir, glaube ich, dann gleich im Roten. Aber er glaubt, ja, er kommt jetzt schon hier an, der Barsch. Sehr schöner Brocken. Da waren wir jetzt schon im roten Bereich. So, Kescher raus und ran. Bam. 1,1 Kilo macht natürlich auf diesem feinen kleinen Setup schon richtig Radau. Abgefahren. Schönes Ding. Aber hier sind auch noch dickere Brocken drin. Das heißt, hier kann auch noch viel mehr passieren. Wenn hier ein dicker Rapfen reingeht mit 3 Kilo, 4 Kilo vielleicht, dann hat man hier richtig Action auf diesem leichten Setup. Es ist allerdings möglich, man hat bloß den deutlich längeren Drill. Also, das ist jetzt die erste Montageart, Kunstködermontage. Mit der Kunstködermontage haben wir nicht nur die Möglichkeit, Spinner zu führen, wir können auch Blinker verwenden, wir können Wobbler verwenden. Das ist so die erste wichtige Montageart, mit der wir starten. Und wenn wir hier reingucken ins Spinfischen, in die Talente, haben wir eben hier die Möglichkeit, in der Kunstködermontage verschiedene Köder auch mit zu skillen. Wie gesagt, wir können hier Spinner in diese Spinner-Punkte rein investieren, in die Blinker und auch hier in die Wobbler. Zu der Jig-Montage kommen wir später, die verschiedenen Jig-Montagen. Casting bzw. Baitcast wird natürlich auch nochmal ein Thema. Hier sind dann hier diese ganzen Finesse-Jig-Montagen und dann kommt es hier unten, geht es dann auch noch weiter mit Wacky-Rig zum Beispiel. Und dann kommen wir natürlich auch noch zum Jerkbait bzw. zum Spirulino-Angeln. Das kommt alles Stück für Stück. Anfangs, wie gesagt, jetzt hier erstmal die Basics mit dem leichten Setup. Wenn man dann beim Spinning seine ersten Erfahrungspunkte gemacht hat, wenn man ein bisschen geskillt hat und rumprobiert hat, dann kauft man sich irgendwann ab Level 12, 13 herum ein besseres Setup. Das bessere Setup ist dieses hier, auch schon mehrfach vorgestellt in verschiedenen Guides, speziell zum Belaya Setup. Ich verlinke das auch nochmal mit den Angeln am Belaya direkt. Und wir schauen hier dann mal eben rein. Das ist das Belaya Setup. Tatsächlich auch schon von der Rolle her ein bisschen gepimpt. Die hat anfangs nicht ganz so viel Kilo Tragfähigkeit. Ist allerdings auch gar nicht notwendig. Denn man angelt am Belaya am besten mit einem Setup so zwischen, sagen wir mal, 5 bis 7 Kilo an Tragfähigkeit. Und ich würde sagen, wir reisen mal eben hin. Und da sind wir auch schon am Belaya. Und los geht's. Belaya ab Level 12 zu bereisen. Ab da kann man dahin. Und wir gehen mal eben drauf hier. Also, das ist jetzt das Setup gerade eben. Ich habe mir gerade nochmal eine neue Schnur gekauft. Meine alten Schnüre waren alle sehr verschlissen. 8,2 Kilo Tragfähigkeit. Damit sind wir über der Tragfähigkeit von der Route. Und wer aufgepasst hat, weiß, keine gute Idee. Deswegen verwenden wir ein Vorfach. Vorfach hat mehrere Vorteile. Zum einen haben wir hier weniger Tragfähigkeit. Wir sind wieder unter der Tragfähigkeit der Route, 6,4 zu Route 7 Kilo. Und das Vorfach hat eben, oder es besteht aus Fluorocarbon. Und das Fluorocarbon ist transparenter. Heißt also, gerade an einem Gewässer wie dem Belaya, wo das Wasser super transparent ist, wollen wir eben auch ein Vorfach verwenden, was im Wasser fast nicht zu sehen ist. Ich verwende in letzter Zeit weniger diese ganz, ganz langen Vorfächer. Auch da verlinke ich nochmal ein Video zu dem Herstellen der Vorfächer und ab wann es sinnvoll ist, Vorfächer herzustellen. Für den Anfangsbereich sollte man das einfach gar noch nicht in Angriff nehmen. Es ist einfach viel zu teuer. Deswegen, ich verwende hier gerne diese Standardvorfächer, 20 cm, 25 cm.
cm Länge. Das reicht dann völlig. Auch von den Tragfähigkeiten gibt es da immer passende Vorfächer. Und wenn man da nichts findet, einfach mal in der Community nachfragen, ob da nicht einer einem so ein paar Vorfächer basteln kann in passender Gewichtslage. Wie gesagt, mit dem Vorfach sind wir dann richtig ausgerüstet. Wir hauen hier einen guten Spinner drauf. Die muss man sich allerdings auch erstmal leisten können. Gehen wir mal hier nochmal ins Detail. Auch hier ein Spinner mit Puschelhaken. Puschelhaken auch wieder ein zusätzlicher Lock-Effekt, gerade für Fische, die eben Sichträuber sind. Und deswegen verwenden wir hier am Belaya bei dem superklaren Gewässer gerne solche Köder. Ich habe bei den meisten Ködern mittlerweile die Puschelhaken drauf. Gehen wir mal hier auf den Dragonfly Bell. Das ist übrigens auch eine Serie, die sich absolut lohnt fürs Angeln am Belaya. Aufpassen, es gibt hier dreierlei Gewichtsklassen. Wir wollen natürlich nur die leichteste Gewichtsklasse. Also die sind hier aufgewertet jetzt schon mit besseren Haken. Auch hier schon 1er Haken groß drauf mit Puschel. Und die wiegen dann halt nur 6,5 Gramm. Und auch das ist halt richtig gut für dieses Setup, was wir verwenden. 3 Gramm Wurfgewicht bis 15 Gramm Wurfgewicht. Es ist ein Medium Light Setup. Auch da haben wir eine Begrenzung. Wir kriegen zwar mehr XP, dürfen aber hier auch nur maximal eine 3000er Rolle verwenden. Wie gesagt, das gesamte Setup ist in dem Video weiter erklärt. Kostet alles in allem auf jeden Fall unter 1000 Silber. So, wir verwenden das einfach mal so, wie das jetzt hier ist. Ich werfe aus, zack, und auch hier wieder, man sieht, man kommt richtig weit raus, gerade eben mit diesem Dragonfly Bell. Und dann gehen wir hier ins Einkurbeln. Und auch da achten wir jetzt darauf, dass hier unten die Action Bar Action macht. Das heißt, jetzt passiert gerade nichts. Ich kurbel mal ein bisschen schneller. Einholgeschwindigkeit hier auf 24 Grad. Und ihr seht unten, es fängt an zu flackern. Der Spinner macht richtig Action. Er macht das, was er machen soll. Er lockt. Und dann haben wir jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, damit zu hantieren und Fische auch noch zu triggern. Wir könnten Pause machen. Einfach absinken lassen und wieder von vorne anfangen. Jetzt steht hier schon schnelles Einkurbeln. Dadurch, dass wir eben kurz diese Pause gemacht haben, kommt da entweder Stop and Go oder es kommt eben sowas wie schnelles Einkurbeln. Je nachdem, wie schnell man da eben unterwegs ist und wie schnell dann eben auch der Köder den Grund berührt oder eben einfach kurz nur diese Pause macht und dann eben weitergeführt wird. Was man eben auch noch machen kann ist, ich gehe mal hier vorne hin, so in diesem Bereich, oha. Oha, naja, dann müssen wir das jetzt wohl mal eben zwischendurch machen, wa? Verhakt. Katastrophe. Naja, auch das passiert regelmäßig. Wir kommen da allerdings raus, solange unser Setup einigermaßen vernünftig ist. Ich hoffe, wir kommen da jetzt raus. Wenn das passiert hier mit dem Verhaken, macht man das so, dass man langsam die Bremse erhöht. Zack, ich drücke mal die rechte Maustaste. Und dann gucken wir, auch wenn wir das jetzt machen, geht die Action Bar. Jetzt müssen wir halt die Action Bar im Blick behalten, ganz wichtig. Wir wollen natürlich nicht, dass die Action Bar ans Ende von Rot kommt. Am Ende vom Rot ist tot. Da ist vorbei. Das heißt, wir gucken, dass wir die Bremse jetzt hochdrehen. So kommen wir noch nicht so richtig raus. Wir können aber noch ein bisschen höher drehen. Da sind wir immer noch nicht ganz am Ende von Rot. Wir können noch höher drehen, sogar 2 Stufen. Und jetzt sind wir langsam hier im Grenzbereich. Das heißt, zack, jetzt haben wir ihn auch schon gelöst. Wir hatten die maximale Kraft des Setups. Heißt also Bremskraft der Rolle. Und hier haben wir ja diesen Schwachpunkt. Wir haben also hier mit den 6,4 Kilo eingewirkt oder fast 6 Kilo eingewirkt auf den Haken, der verhakt ist und konnten dadurch rausruppen. Wenn wir hier eine Rolle haben, die zum Beispiel 15 Kilo, 20 Kilo trägt und haben dann hier ein Setup mit nur 6 Kilo oder sowas, dann wird es ganz schwierig, dass man da den Köder raushakt. Häufig ist es so, wenn das Setup nicht so ganz gleichmäßig aufgebaut ist, dass es dann nicht möglich ist, den rauszuruppen, dann einfach neu starten oder Gewässerwechsel und dann lübt das wieder.
Das nur mal zwischendurch. Jetzt weiter hier zum Spinning. Also, Setup ist halt so aufgebaut. Wir werfen maximal raus und kurbeln dann schön entspannt ein. Sehen hier unten Actionbar, es flackert und können dann auch noch Shift drücken. Und haben dann die Möglichkeit, hier schnelles Einkurbeln zu simulieren. Dann machen wir wieder eine Pause, kurbeln wieder langsam ein, drehen 4, 5, 6 Mal durch. Zack, da kommt auch schon der Biss. Und würden dann einfach nochmal wieder schnelles oder mit Shift nochmal ein bisschen schneller einkurbeln. Und das immer so im Wechsel. Also das ist eine Möglichkeit, rauswerfen, sinken lassen, so ein bisschen Intervall. Oder mal rauswerfen. Und erstmal absinken lassen, rauswerfen, direkt durchkurbeln. Also diese Spielereien hat man. Dann immer hier schön beim Einkurbeln die Route ein bisschen weiter unten lassen. Und dann hier, zack, den kleinen Döbel landen. Jetzt wechsle ich nochmal hier auf einen etwas populäreren, hochwertigeren Köder. Auch der fliegt jetzt hier richtig schön weit raus. Wichtig, wenn ihr am Belaya angeln wollt. Oha, Grenzbereich. Zum Glück hatte ich das gerade schon so eingestellt. Ich gehe mal eine Stufe runter. So, Shift, zack und rechte Maustaste. Wenn er so ein bisschen nachlässt, jetzt können wir gerade gar nicht richtig einschlagen. Jetzt konnte man nochmal anschlagen. Und jetzt müssen wir schon fighten hier. Auch hier wieder so ein bisschen hinterher. Au, 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 das ist ein dicker Brocken. Vielleicht sogar ein Timen oder sowas. Das sind ja heftige Kopfschläge. Und jetzt müssen wir lenken. Das heißt, wir sehen zu, dass er weder nach links noch nach rechts abhaut, der Brocken, sondern ziehen jetzt hier ganz vorsichtig ein. Jetzt arbeite ich viel mit Shift. Das heißt, immer in dem Moment, wo er nachlässt hier, arbeite ich natürlich sofort mit der Shift-Taste, dass wir hier schnell reinziehen können, weil solche Kopfschläge wollen wir nicht. Das erhöht die Chance, dass er ausschlitzt. Oha, der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock. So, gehen wir jetzt einfach nochmal ran. Jetzt hier schön mit der rechten Maustaste auch ein bisschen Druck nach oben ausüben. Und schnelles Einkurbeln mit Shift. Eieiei. So, aber es wird so langsam. Es wird vielleicht doch kein Timen. Der würde, glaube ich, noch mehr Gas geben. Vielleicht einfach nur ein dicker Brocken. So, schön nach oben halten, konstant dagegen halten. So, man muss jetzt auch in der Phase, wo er so einfach abzieht, nicht kurbeln. Das erhöht nur den Verschleiß. Allerdings muss ich sagen, bei solchen Brocken und man weiß, man hat ein vernünftiges Setup, der Fisch muss dementsprechend groß sein. Da ist es mir wurscht. Wenn ich jetzt die Chance habe, hier vielleicht eine Trophy zu fangen oder einen richtig großen Fisch, dann habe ich doch ein bisschen Verschleiß da drauf. Dann ist mir das doch wurscht und mache das dann halt bei normal großen Fischen einfach umso vorsichtiger mit dem Verschleiß, dass ich da eben keinen Verschleiß habe. Aber bei den Dingern, wo es mir drauf ankommt, da ist es mir dann auch wurscht. Da farme ich dann halt auch ein bisschen Verschleiß. So, wenn er jetzt so steil abzieht, kann man eh nichts machen, da muss man ja nicht kurbeln. Ansonsten, ja, wenn so diese Kopfschläge kommen, direkt mit Shift rein. Schön vorsichtig, dass wir, dass da schön die Spannung die ganze Zeit aufrecht bleibt. Und dann lüppt das auch. Und hier wieder, komm. Und vielleicht nochmal zwischendurch, zack, mit der rechten Maustaste, zack, anschlagen. Gerade wenn man so einen Kopfschlag war und man hat Spannungsverlust gehabt, direkt nochmal hinterherhaken. So. Nun kommen wir mal ran hier. Was man natürlich machen kann, so ein bisschen hier mit der Strömung laufen und dann versuchen, mit der Strömung reinzuziehen. Dann machen wir uns einfach die Kraft des Wassers so ein bisschen zunutze oder dass der Fisch halt gegen die Strömung dann auch wegschwimmen muss. Dann hat das noch ein bisschen schwieriger. So, jetzt ein bisschen hochziehen. Das sieht auch ganz gut aus. Einfach so halten. Er hat es schwierig. Ich gehe nochmal eine Stufe höher. Nochmal eine. Wir sind jetzt hier hart am Grenzbereich. Ganz, ganz vorsichtig damit dann immer agieren. Und das ist jetzt wirklich hier hart am Limit. Auf 6,4er Vorfach. So, jetzt schön langsam durchziehen hier. Und so langsam kommt er jetzt. Er hat tatsächlich noch einfach schön dagegen angekämpft jetzt die ganze Zeit. Einfach gehalten.
heftige Kopfschläge immer noch, auch wenn er jetzt schon langsam müde wird. Er zieht jetzt so langsam, sieht man es, auch mit der Strömung mit. Auch da, wenn ich jetzt laufe, ich mache die Bremse ein bisschen weiter runter beim Laufen. Nicht, dass dadurch jetzt nochmal extra so Vibration hier reinkommt. Also wir gehen da langsam hin. Weiter schön in diesen 90-Grad-Winkel im Idealfall. Der Fisch muss schön gegen die Rute arbeiten. Und jetzt reinkurbeln mit der Strömung. Wir sind natürlich jetzt hier schon quasi am Ende von der Insel. So, komm nochmal ran. Ich ziehe nochmal nach oben. Bremse wieder eine Stufe hoch. Und jetzt kommt er so langsam ran hier. Sehr schön. Jawohl. Ja, sehr nice. Oha. Dicker Rapfen. Dicker Rapfen. Ganz, ganz krass. Rapfen, Alter. Einfach kampfstark Deluxe. Und natürlich zack, raus hier mit dem Kescher. Und da ist er. Bäm, Alter. 2,9er Rapfen. Schmeckt richtig. Haut ordentlich rein. Auch kohlemäßig gar nicht verkehrt. Gucken wir kurz gleich nochmal rein. Schönes Ding. Aber das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. In dem Drill schön lenken. Wenn wir halt hinten gegen die Wand lenken, sind wir immer safe. Wenn der Fisch dahin abhaut, ist alles gut. Nach links und rechts ist immer offen. Das ist Katastrophe. So, und da sehen wir es auch schon. Der Rapfen bringt hier ganz normal im Fischmarkt 23 Silber. Das schmeckt natürlich richtig. Er macht aber auch dementsprechend Action. Und das ist aber auch genau das, was wir im Spinning haben wollen. Wir wollen Action haben beim Spinning. Wir wollen schön mit den Kunstködern rumexperimentieren. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann auf die Blinker ein. Verschiedene Führungsmethoden mit den Blinkern. Was kann man mit den Blinkern angeln? Wo angelt man am besten mit den Blinkern? Auf welche Fische geht's? Und so weiter und so weiter. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, damit du die nächsten Videos auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags um 19 Uhr. Petri.